Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, ich bin jetzt hier immer noch mit Cyrus unterwegs. Und die Frage ist jetzt, wo muss ich genau hin? Wir sind jetzt schon im Finale. Und also ich gehe mal davon aus, dass wir hier im Finale sind. Wir kommen hier in so einem Raum halt rein. Das Wheel können wir ja nicht mehr benutzen. Fuck. Wieso kann... Turn Wheel. Jetzt. So. Kann ich das... Wir haben ja einen Eimer eingesammelt, fällt mir gerade ein. In der letzten Folge. It doesn't do anything by itself. Nee, geh raus, Cyrus, geh raus. Super. Okay, ich glaube, das muss ich mit irgendwas füllen. Den Eimer. Jetzt ist die Frage, wo hatten wir den nochmal geholt? Irgendwo oben, wo so ein Schwein gebraten wurde. Da war ja aber auch so ein Fass. Mit einem Hahn dran. Können wir das damit vielleicht auffüllen? Hier oben, genau. Würde ich mal testen wollen. Jo! Haben wir jetzt gefüllt? Können wir das vielleicht unten doch jetzt löschen? So. Turn Wheel. Weil... Perfekt. So, dann wollen wir wieder das Schwert haben. Machen hier jetzt ein Save Game auf Cyrus. Ah, jetzt können wir... So. Jetzt erstmal hier... Jetzt sind wir auch hier angekommen. So, jetzt erstmal günstigere Position finden. Den haben wir. Ja, scheiß aufs Gold. Gibt's hier noch irgendwo eine Waffe? Unten. Unten sind die Waffen. So, jetzt hör auf zu ruckeln. I'll spill your style, Nick. A sharp sword will be your death. Komm. Slower now. Take that. Okay. Den haben wir auch erledigt. Five gold pieces. Ja, scheiß auf Gold. So, da kommt schon der nächste. A sharp sword will be your death. You're a fool, Redguard. You should just surrender. I'll spill yours yet. Ja, trifft ihn doch. Well, but not to win. Komm. You're a fool, Redguard. Your style needs work, Redguard. Heal. Take that. Okay, jetzt haben wir den auch noch. Seven gold pieces. Ja. So, und da vorne ist der nächste. I'll spill yours yet. Come on. So, komm. Deal. Deal. Step it up, Rebel. A fine. Komm, triff ihn doch. Mach ihn jetzt endlich kaputt. Who's you? Boah. A potion of iron skin. So. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir wirklich die Iron Skin Dinger da nehmen. Strength Potion? Nee. Wo waren die? Da. So, wieder aufs Schwert. Gehen wir mal weiter.
Hier gibt es ja auch noch ein bisschen. Open Door. Okay, hier ist zu. Was mit der Tür? Gut, dann hier. Gibt es keine Health Potions. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Saugt bestimmt zu. Hier gibt es auch nichts. Die sind bestimmt auch zu. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Und ich höre hier irgendwo noch immer Wachen. Hier ist auch zu, okay. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich runter. Wie viel Health Potions haben wir? 16. Wir hatten mal 42. Kürzlich erst. So. Okay. Da ist noch einer. Den nehmen wir mit. Das lassen wir mal so. Gucken wir mal, ob da ist noch eine dicke Tür. Und hier ist noch ein Health Potion. Nee. Exit Palace wollen wir nicht. Wir wollen das jetzt nicht verlassen. Wir müssen irgendwie doch weiterkommen, oder? Hier durch die Tür vielleicht. Wenn das weniger ruckeln würde. Ist auch wieder verschlossen. Aber da oben ist auch nochmal eine Tür. Ich hoffe, die geht auch. Und hier kamen wir ja. So, weniger ruckeln. Wie, wo muss ich jetzt weiter? Nee, jetzt ernsthaft, wo muss ich jetzt hin? Wo geht's denn weiter? Ah, das hier, okay. Gibt's hier aber vielleicht irgendwo irgendwie irgendwas, um weiterzukommen? Oder muss ich hier vielleicht raus? Dann mache ich erstmal ein Safe Game wieder. Ah, okay. Hier muss ich vielleicht hin. Gehe ich mal von aus. Oder auch nicht. Hier sind die ganzen Wachen jetzt auf jeden Fall verschwunden. Die kamen aber dadurch da rein. Ah, und das waren alles oben Balkone. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Toll. Die kamen hier raus, aber nicht mehr wieder rein. Ernsthaft? Oh, super. Ja, gut, dann gehen wir von hier den ganzen Weg, ja, an den Toten hier vorbei. Wieder runter. So, dann wieder die Treppe hier hoch. Durch den Kamin gleich. Vielleicht habe ich da auch irgendwas übersehen.
Nein! So. Jetzt ist die Frage, was müssen wir hier machen? Da waren ja mehrere Räume. Vielleicht hatte da irgendwie doch irgendwas hier mit zu tun gehabt. Hier auf jeden Fall nichts. Hier auch nichts. Muss ich da hinspringen? Try me, Redguard. Ah, okay. So, hier kommen aber jetzt gleich Wachen. You're quite resourceful. So, komm. Den haben wir. Excellent. Da ist ein Health Potion. So. Hier ist sonst nichts. Auf dem Tisch auch nichts. Hier liegt nichts. Hier liegt nichts für uns. Ah, hier. Hier ist ein Schlüssel. Jo. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Gehen wir mal hier hin. Jo, genau. So trifft der andauernd mich. Okay. Bitte haben Health Potion. This should help. So. Exit Palace. Nee, ich gehe mal auch davon aus, dass ich woanders hin muss. Ich gehe mal wirklich davon aus, dass ich woanders hin muss. Ansonsten doch, versuchen wir mal. Wir können zur Not hier speichern. Wir haben ja alle besiegt, die hier jetzt mal waren. Dann gehen wir mal da raus. Im schlimmsten Fall können wir sterben und laden da hier nochmal neu. Okay. Ah, da ist ein Schiff. Aber... da bringt mir jetzt gar nichts, hier zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass ich... obwohl, wir haben ja den Schlüssel. Das war nicht der. Das war der hier. Key to... nein. Silver Key. War es der hier? Ah, okay, wir können alle Türen jetzt öffnen. Öffnen wir den da hinten auch nochmal. So. Wir machen jetzt alle Türen auf. Alle, die wir finden zumindest. Es ruckelt aber schon enorm. Beziehungsweise die da hinten brauchen. Obwohl, da ist ja ein Raum. Hier links. So. Iron Skin nehmen wir mal mit. Strength Potion. Und Health Potion. Ich hoffe, die werden jetzt nicht wiederbelebt.
runter. Dann machen wir hier noch einmal auf. Jo, hier haben wir offen. Ah, dann brauchen wir den für die Tür nach oben, wo der Fahrstuhl hinten geführt hatte. Gut, dass wir hier schon mal alle erledigt haben. Der Fahrstuhl war ja hier, meine ich. Nee, nicht hier. Der lebt ja immer noch. Jetzt komm. Okay. Hinterrücks ermordet. So, jetzt. Wo war der Schlüssel nochmal? Nee. Hier. Das war der Raum, glaube ich, oder? Ja, das ist der. Dann müssen wir hier jetzt hoch mit dem Schlüssel. So, dann können wir jetzt gleich da oben durch. Gehe ich mal von aus, dass wir da durch können. Jo. So. Was haben wir hier? Clever. Komm, Cyrus, das schaffen wir doch. Okay, das heißt, wir müssen jetzt wieder raus. Heftiges Rätsel, wenn man ehrlich ist. Also, das ganze Palast ist ein Rätsel. Wer baut denn so? Okay. Brauchen wir jetzt einen anderen Ausgang, glaube ich. Gehen wir nochmal hier lang. Dadurch. So, wir haben ja den einen Schlüssel hier. Nee, der funktioniert hier nicht. Hier brauchen wir sonst auch keinen Schlüssel. Gehen wir noch mal runter. Wir kommen ja jetzt hier durch. Gucken wir mal da. Jetzt will ich wissen, wie es ausgeht, wie es weitergeht. War es nicht das hier? Oder da drüben? Wir haben ja jetzt den Schlüssel, dann können wir das hier jetzt öffnen, ne?
Ah, nice, okay. Gut, dann können wir hier drauf. Zieh mal lieber das Schwert wieder. Ich sehe da schon dem, wie heißt er nochmal, Drem. Okay, den haben wir erwischt. Weakling. Easy. Jo, ganz schnell, was? Okay. Der ist weg. Und jetzt? Bevor ich hier runterfalle, machen wir erstmal wieder ein Safe Game. Wir haben schon jetzt zweimal gegen den gekämpft und der ist wieder abgehauen. Komme ich hier hoch? I guess then. Opening, Cyrus. Jo, alles klar, warte, einen Moment. Lass mich jetzt mal hier drauf kommen, ja? Alter. Alter. Will der mich verarschen? So. Okay, komm, komm. Alter, der will mich doch verarschen. Wie viel? Ich hab nichts mehr für die Gesundheit. How remarkable. I may well be the first Imperial Admiral to surrender at this altitude. No surrender, Governor. You just die on your feet. The rules of engagement state quite clearly that a losing party may yield to his opponent on the field of battle, and that the victor may, within honorable reason, determine his ransom. Remind me in hell. But where's the money in that? Or Redguard honor? I know a swordsman like you, Redguard, can't kill an unarmed man. And as a gentleman, I place myself under your protection. And as a swordsman of no little accomplishment, I congratulate you on your mastery of the longsword. And I congratulate you also on your small victory here. I have failed my Emperor, and may regret surviving to face his displeasure, but... Drop the weapon. What were those rules of engagement again? I'm sorry, Redguard. The rules of engagement govern the affairs of gentlemen, but you, a rebel in arms, a traitor to the Emperor, and a threat to the Emperor's peace, all you have earned is summary execution. You die now, Redguard. Do it then, because that'll be the easy part. But look down there, Richten. Now there's an army that's tasted victory, and one you'll never defeat again. No more words. Richten, it's time you saw that Redguard fire you've heard so much about. You never did kill the Prince, Richten. Here it is. Okay, was geht da jetzt ab?
Bierpal spielt durch, glaube ich. Da fällt noch jemand ins Wasser. The old quarter should be restored in time for the celebrations, my lady. Make sure Captain Badger had all the men he needs. You know I have to leave soon. Can't you at least stay for the celebrations? They are because of you, after all. Baron Volag came out of hiding to retake Fenton after he heard of our own uprising. Both he and the Emperor are coming here to work out the treaties. The Emperor's coming here? We've had two bloody wars in as many years, Cyrus. An accord must be struck with the Empire. But at least now we will be respected allies if all goes well, instead of exploited subjects. Ator, guide me in this. I've never been much for politics. I forgive you anyway. I can do no less. Okay. Also, Stross und Kaya haben wir geschafft zu befreien. Und ja, jetzt, wie schnell geht denn das mit den Dings? Ja, wir haben es auf jeden Fall durch. Also, ich muss sagen, es war eine Erfahrung wert. Also, vor allem, dass es das erste Spiel, wo Todd Howard auch richtig mitgearbeitet hatte von Elder Scrolls. Und der hatte da eine Story reingeballert, auf jeden Fall. Und, oh. Ja, egal, dann ging das jetzt sehr, sehr schnell. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann auch morgen wieder in Battlespire. Also Elder Scrolls Battlespire. Das eigentlich hätte ich vor dem hier starten sollen, vor Redguard. Aber ich habe das halt irgendwie vercheckt gehabt und so. Aber dann halt in dieser Reihenfolge. Und ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.